Das scheint ja heute eine ganz spannende Nummer zu werden. Ich bin mal gespannt, ich war hier noch nie gewesen. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall mal mit euch angucken, die Ettringerlei. Also hier muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Das ist schon krass hier. Neuer Tag, neues Abenteuer. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal Hashtag Wir sind die Reise. Heute, wie ihr seht, im Vulkangestein an der Ettringerlei, in der Ettringerlei. Habe ich Bock drauf, mir das mal anzugucken, habe ich schon nie gesehen. Hier an der Kletterwand angekommen. Ich dachte, hier dürfte man gar nicht reingehen, weil das ist schon ziemlich spannend hier drin. Die ganz hohen Felsen, das ist schon mega, mega spannend. Ich dachte, hier dürfte man gar nicht reingehen, aber hier sind Kletterwände. Die werden wohl noch benutzt. Von daher denke ich mal, dass man hier rein darf. Ich muss jetzt mal gucken, wo hier der Weg weitergeht. Ich war hier noch nie gewesen. Und das Schöne ist, heute Abend ist noch Lukasmarkt, Feuerwerk. Da werden wir auch noch was filmen. Von daher ist das jetzt hier eigentlich eine kleine Rundspazierwanderung. Aber ich habe Bock, mir das hier mal anzugucken. Und vielleicht irgendwann sowieso kommt noch mal ein größeres Video dazu. Weil hier mit Fotografie, da muss man sich wirklich mal was ausdenken, was man hier fotografiert. Aber im Herbst, glaube ich, ist das eine geile Sache. Muss ich auf jeden Fall noch mal machen. Hier ist die Kletterwand. Und jetzt gucke ich mal, wo der Weg hier weitergeht. Der Weg ist gefunden und das ist sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir da hin rauskommen. Das ist jetzt auf jeden Fall mal sehr spannend. Hier war so ein kleiner Parkplatz. Der große Parkplatz ist hinten heute sehr gut besucht. Finde ich gut. Viele Leute. Mal gucken, wo die alle sind. Vielleicht irgendwo in den Gruben. Oder wo auch immer. Ja, ich muss hier viel gucken. Ich gucke hier, wo ich fotografiere soll. Also das wird auf jeden Fall noch spannend für mich. Vielleicht gucke ich mir das heute auch erstmal an und mache dann noch mal ein extra riesengroßes Video dazu, weil wird mal wieder schlagen vor Ereignisse, was aber sehr gut ist. Auf jeden Fall große Kamera am Start. Genug geschafft. Die erste Pause ist da, nach gefühlt 10 Minuten Laufen. Aber hier haben wir eine geile Aussicht. Ach, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das meine ich mal. Oder? Ist egal. Ich auf jeden Fall mal was knipsen. So, nicht kaputt machen. Ich werde auf jeden Fall mal was knipsen. Hey. Das sieht gut aus. Ja, da war ich eben nicht. Kann ja nicht. Ich war ja weiter da unten. Schöne Sitzgelegenheit. Da werde ich erstmal ein Päuschen machen und hier die Aussicht. Ja, Aussicht ist gut, aber hier der Blick genießen. Hier so Touren, die habe ich früher immer nebenbei gemacht, bevor die großen Videos dann hier gedreht worden sind. Also ich habe mir das immer angeguckt.
Aber dank der GoPro jetzt, wie Freddy Legria, kann man ja das jetzt mitfilmen und vielleicht wird es ja ein spannendes Video. Auf jeden Fall mal schöne Aufnahmen, man weiß, wann man nochmal hinkommt. Von daher nehme ich die jetzt mit und ich habe jetzt das externe Richtmikrofon drauf. Ich bin mal gespannt, wie das Ding jetzt funktioniert. Das soll jetzt hier drauf bleiben. Dann holen wir damit den Ton auf. Ja, sonst ist normal alles am Laufen. Und jetzt wird erstmal hier eine schöne Pause gemacht. Also heute viel Naturaufnahmen auf jeden Fall. Wer sich für Natur interessiert, kann hier gerne, sollte dranbleiben. Weil hier ist noch einiges zu sehen. Wir sind noch nicht lange rund. Also ich werde noch einiges hier filmen und fotografieren. Vielleicht hat es jemand gemerkt, ich werde hier die Videos in 4K aufnehmen und ein bisschen mehr in die Breite strecken. Alles gegen den Trend, der aktuell im Internet herrscht, habe ich Bock drauf, weil ich finde, breit ist besser. Also für mich auf jeden Fall. Das Ganze alles hochkant und schmäler, kein Bock drauf. Ich mache jetzt breit, vielleicht sieht man das am Handy. Wenn man jetzt Vollformat anmacht, da das komplett ausgefüllt ist, muss ich mal gucken, wie das dann aussieht bei anderen Leuten oder bei mir auf dem Handy. Muss ich gucken, wie mir das gefällt. Aber ich denke, ich habe gerade aktuell das 2:1 Format entdeckt und das werde ich auch so beibehalten, weil mir das einfach gefällt, in die Breite zu gehen und nicht wie alle anderen. Hochkanten Clips kommen bei mir am Kanal ja auch nicht und Werbung sowieso nicht, also außer die Werbeeinblendungen. Aber der ganze Tritratrullala mit Produktvorstellungen habe ich gerade Bock drauf hier auf dem Kanal. Da kommen lauter E-Mails, die werde ich alle löschen, habe ich schon gelöscht. Kein Interesse, vielleicht mal auf einem anderen Kanal irgendwann mal. Aber hier wird das nicht kommen. Kein Bock drauf. Kein Bock. Muss alles selber kaufen, will ich alles selber kaufen. Und von daher werde ich das dann auch testen. So wie die GoPro, das Mikrofon. Alles selber gekauft und dann kann ich das auch testen, wie mir das gefällt. Ob das gut ist, ob das scheiße ist. Von daher wird das alles mit einem Geld gekauft. Natürlich nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder und die Unterstützer hier im YouTube-Kanal, die auch die Werbung nicht überspringen. Finde ich sehr gut, dann kann man ein bisschen was kaufen für den Kanal. Ich mache das bei anderen auch nicht. Jedem gönne ich alles, von daher kann jeder machen, was er will auf dem Kanal. Ich gönne es jedem, weil es sollte doch sein, dass jeder macht, was er will auf seinem YouTube-Kanal. Auch Produktvorstellungen gönne ich jedem, von daher. Nur bei mir habe ich da kein Interesse dran. Das wird auch hier auf dem Kanal, auf diesem Kanal hier so bleiben. Wollte ich mal gesagt haben. Ja, hier sind viele Wege, die man irgendwie runtergehen kann. Die werde ich aber auf keinen Fall laufen. Zumal weiß ich nicht, ob man das offiziell darf. Man kann von oben ein bisschen runter gucken, aber allein schon wegen dem Wetter. Das ist am Nieseln. Und hier so Wege darunter, irgendwo ins Höllental, sage ich mal. Kein Bock drauf. Vielleicht darf man die gehen, ich weiß es aber nicht. Und ich gehe jetzt hier der offizielle Rundweg. Aber der Herbst kommt, das ist gut. Ich muss jetzt mal hier gucken, ob ich irgendwelche Stellen finde, wo ich mal richtig Bock habe, im Herbst zu fotografieren. Die suche ich mir jetzt mal raus und dann hoffe ich, dass ich das schaffe. Und ich habe noch einen anderen Weg hier vorzugehen. Aber ja, Simon macht. Mach und tu es einfach. Hut weg. Ja. Das wäre jetzt eigentlich die Idee. Ich muss das mal in den Kalender schreiben. Unbedingt.
schon eine verrückte Nummer da, die, also was hier Felsbrocken liegen. Wow. Also das hier ist schon heftig, wenn man hier unten steht. Man weiß, ob so ein Teil mal da runterkommt. Aber ich darf mir ja reingehen, von daher. Ich hoffe auf jeden Fall. Also hier ist nichts abgesperrt. Wahnsinn. Mitten in der Eifel. Mitten drin. Im Vulkangestein. Hier wird geklettert. Ja. Hier wird geklettert. Krasse Sache hier. Wahnsinnshöhe. Nächste Aussicht kommt, jetzt sehen wir das Ganze wohl von oben. Vorne kann man runter gucken, sieht auf jeden Fall sehr krass aus mit der Felswand. Mal gucken, vielleicht noch mal eine kleine Pause machen. Man muss sich ja was gönnen, man muss ja was trinken. Oder vorne ist eine schöne Aussicht, die wird jetzt geguckt.
Also hier, das lohnt sich sehr anzugucken. Ist von mir eine Empfehlung wert. Ich weiß nicht, wann man am besten hier hinfährt. Vielleicht im Herbst sowieso, wegen der bunten Blätter und den Felsen, besser gesagt, dem Lava. Und im Winter, weil hier kann man eigentlich gut gehen und hier ist keine Gefahr, wenn man auf der Wege geht. Sollte dann im Winter eine geile Sache werden, auch zum Fotografieren. Wenn ich das schaffe, werde ich das mal machen, aber das sage ich jetzt immer. Mal gucken. Aber irgendwann wird es mal kommen, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht aber auch dieses Jahr. Aber das hier gefällt mir sehr gut. Das ist sehr, sehr sehenswert. Und damit haben wir noch Feuerwerk. Aber das wird wohl auf dem anderen Kanal, das ist auch schon ein anderer Kanal, auf dem anderen Video kommen. Anderer Kanal, ja. Ich habe noch einen anderen Kanal. Ich habe noch einen Fußballkanal, da muss ich auch noch ein Video schneiden. Naja, auf dem anderen Video wird das kommen. Das Feuerwerk vom Lukasmarkt, da geht es mir gleich hin. Treffe ich Marcel, die anderen alle. Und dann wird ein neues Video gedreht. Jetzt wird das Licht zum Fotografieren besser, aber es geht jetzt weiter. Ich habe jetzt noch was anderes im Blickfeld. Vielleicht filme ich das hier, ja, werde ich hier filmen, weil sonst fahre ich ja gar nicht dahin. Also kommt das hier noch in ein Video rein. Habe ich jetzt noch was anderes entdeckt hier. Aber jetzt kommt erst das Licht zum Fotografieren. Ich bin jetzt hier auch so weit rund. Vielleicht habe ich noch irgendeine Stelle nicht gesehen. Aber wie gesagt, hier kann man ja nochmal hinfahren. Hier werde ich auch nochmal hinfahren. Und jetzt geht es zu der anderen Stelle. Das soll noch spannend sein. Also habe ich gesehen und gelesen. Und das will ich mir noch angucken. Das kommt dann hier in dieses Video rein. Das war nicht die Stelle, weil hier ist der Anfang gewesen, will ich auf jeden Fall vom Video drehen. Jetzt sind wir eigentlich rund und jetzt geht es aber wirklich zu der anderen Stelle. Das will ich mir mal anschauen mit euch und ich hoffe, ihr guckt das Stadt auch noch mit an, weil es soll sehr interessant sein. Schreiben Sie auf jeden Fall im Internet überall und das will ich mir mal angucken. Stelle angekommen und eben ist mir voll die Kamera runtergefallen. Also das Ding macht einiges mit. Das ist der Test des Jahrzehnts. Mal gucken, ob es noch angeht. Ja, alles okay. Nichts kaputt. Ja, läuft. Das Ding ist mal runtergefallen, weil ich hier
keinen Karabinerhaken dran habe, ist das Ding jetzt einfach mal wieder runtergefallen. Komplett über den Boden ein bisschen gerollt. Aber das Ding ist immer noch da. Ja, das ist halt, wenn man Auto unterwegs ist. Und dann ja, passieren halt Sachen, die eigentlich vermeidbar sein sollten. Aber die Kamera hier, was die schon mitgemacht hat, das ist schon eine Sensation. Und so Dinger, die kann man dann auch empfehlen zu kaufen. Sehr schöne Stelle, gefällt mir sehr gut hier. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Hier ist noch nicht alles gesehen worden. Ich schmeiß hier mal ein Foto runter. Kamera klappt, alles in Ordnung, macht weiter Fotos, das ist sehr gut. Aber so darf nicht passieren. Die ganzen Objektive sind schon mal runtergefallen, aber alle laufen noch. Aber trotzdem darf sowas nicht passieren. Das darf nicht sein, sowas. Jetzt kommt schön das Licht hier, also es wird Abend, dann ist ja natürlich meine Stimmung. Und Abend heißt jetzt Lukasmarkt Feuerwerk. Hab ich Bock drauf, gehen wir jetzt hin, kommt aber in einem anderen Video. Von daher nochmal vielen Dank fürs Dabeisein, bis im nächsten Video.